Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Früh am Morgen, wir haben es jetzt 7.30 Uhr, bin ich angekommen wieder am Teich und zwar mit meinem Blasenhelm. Haha. Ach so, ich muss das jetzt ausrüsten, ne? Das wäre vielleicht mal ganz, ganz... Ach so, wartet. Hier ist ja noch die Hälfte, ne? Das ist ja noch hier drin, das muss ja unbedingt raus. So, den kann ich jetzt hier, hier lassen. Dann nehme ich noch eine zweite Laterne sicherheitshalber mit. So, und dann einmal ausrüsten. Genau, so, du kommst hier hin. Genau, und der Speer ist auf der 1, wunderbar. Mein Gott, super geil, super geil. So, jetzt kann es losgehen, meine Lieben. Ich versuche heute, alles zu erledigen, was das hier betrifft hier, ne? Mit alles freischalten und so. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Komm, nimm noch mal. Ja, wunderbar. Den hast du noch gekriegt. Wo gehe ich denn überhaupt hin hier? So, da muss ich hin. Also irgendwie... Genau, jetzt schwimm mal schneller, Baby. Dann kannst du mal nach oben gehen. Dich mit dem Sog da irgendwie... Ja. Kleinen Schub geben. Genau, weil ich muss ja hier noch zwei Schalter umdingsen. Wenn ich jetzt wüsste, wo der... Da hinten war der zweite, ne? Hier irgendwo drin, kann das sein? Aber ich weiß es nicht mehr. Schon zu lange her. Oder haben die das umgeswitcht? Hä? Da ist einer auf jeden Fall, das weiß ich. Aber wo ist denn der dritte jetzt? Aua! Leco mio. Ja gut, dann gehe ich erstmal da rein. Verdammt. Wenigstens haben sie die Spinnen hier aus dem Lager rausgenommen. Das ist schon mal echt ein Vorteil. So, wartet mal. Ich muss mal Luft holen. Also entweder ich bin jetzt dran vorbeigeschwommen an den zweiten oder aber ich habe den irgendwie echt nicht gesehen, ne? Hm. Gut, nochmal. Ich meine, ich habe ja ein bisschen Zeit, ne? 160 Sekunden, glaube ich. So, dann werde ich mal jetzt hier rausschwimmen. Mir war so, als wäre der da gewesen. Ich gehe nochmal gucken. Bestimmt war der da, weil da ist doch ein Kabel. Ja. Da ist er, der zweite. Habe ich es doch gewusst. Ach komm, hau ab. Gehst mir tierisch auf den Senkel. So, ich gehe aber noch mal rein, Luft schnappen. Sicher, sicher. Einmal rein da, ganz schnell. Gut, zwei Schalter habe ich schon. Sehr schön. Da leuchten auch schon zwei grün. Perfekt. Okay, so, und jetzt muss ich da rein, wo man immer weggeschleudert wird, ne? Ja, mal gucken, ob ich das schaffe auf Anhieb. Und ich darf da auch den Skep nicht vergessen. Ich glaube, der war hier runter. Genau, irgendwo da. Komm, schwimm schneller. Da rein, genau, da rein war das. So, und jetzt wird man eigentlich wegge... Dingst, genau. Scheiße. Na komm schon. Und jetzt hoch, 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 hoch. Ja. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. So, dann hier rein. Den Schalter umlegen. Sehr schön. Und jetzt noch den Skep holen. Der ist, glaube ich, hier. Da ist er. Den habe ich immer vergessen, glaube ich. Sehr geil, sehr geil. Ich hab's. Frostbeule. Okay. Gut zu wissen. Nee, da hoch. Nee, Moment. Wo muss ich denn jetzt hin, verdammt? Hallo?
Nee, da bin ich falsch. Wartet mal. Achso, ich muss hoch, ne? Nee. Hä? Ach, da lang. Entschuldigung. Hab mich. Oh, hab mich leid. Ist egal, ich bin raus. Das ist die Hauptsache. So, jetzt kann ich da oben rein. Super. Komm, schwimm, Fanny. Schwimm, 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 schwimm. Ah. Ich hab's geschafft, meine Lieben. Ah, ja. Jetzt geht's wieder auf. Ey, guck mal, das sind Fußspuren. Da sind Fußspuren. Entschuldigt. Die muss ich natürlich mitnehmen. Fußspuren. Die waren aber nicht immer da, oder? Auf gar keinen Fall. So, jetzt sollte ich auf jeden Fall erstmal die anziehen und meine Keule wieder dingsen. Weil dadurch habe ich ja mehr Dingsbums. So, die Türen sind alle zu, also muss ich jetzt da rein, weil ich habe das Gefühl. Scheiße, mein Spawnpunkt, ne? Mein Spawnpunkt ist jetzt leider nicht da, wo er sein sollte. Ich gucke mich jetzt auch noch mal genauer um, weil ich weiß ja nicht, was sich jetzt hier so alles verändert hat. Hier ist auf jeden Fall Hamstest-Tag 36. Fitness-Generation 7 stabil. Die Gefäßsysteme haben sich geradezu bemerkenswert entwickelt. Kohlenmuskulaturverstärkung verläuft einfach großartig. Dass Generation 4 die Bewegungsrhythmen so gelernt haben, dass die, nee, dass das Pilzwerk, das Pilznetzwerk sie übertragen kann, war ganz sicher der Schlüssel. Jeder Knoten agiert mit höchster Synchronisation. Verdichtete Wachstumszyklen beschleunigen die Hybriden-Evolution in nie dagewesenem Maß. Harms beweist sich als überaus nützlicher Apparat. Superdichter Rosenkohl-Muskelsprotz vollführt eine Symphonie der Proteine, Fette und Kohlenhydrate durch Druck und Zug von Pflanzen und Muskelfasern. Man stelle sich nur das Potenzial für nachhaltige, omnivore menschliche Ernährung vor. Notizen: Aerobic-Programm für die Laborgruppe entwerfen, um Nitratbildung zu fördern und einen Motivationsaspekt ins Wachstum einzufügen. Daten in Birgits Rezeptmodul einpflegen. Endlich etwas, wofür wir eine geteilte Leidenschaft entwickeln können. Okay. Gut. So ist hier aber jetzt erstmal nichts. Hier ist noch die Tür zu. Oh nein, ich muss reintauchen, ne? Oder wartet mal, hätte ich die Tür aufmachen müssen? Vermutlich, ne? Hier war doch ein Schalter. Wartet mal. Ah! Ach so, hatte ich den Respawn-Punkt doch gar nicht versetzt? Ich gucke lieber nochmal nach. Nö. Alles klar. Gut zu wissen. Okay. Das heißt also, ich muss tatsächlich nochmal darunter tauchen, ne? Weil hier war ja nichts. Ach so, ich muss doch wieder. Oh Mann, ich muss doch wieder tauschen. Ich dachte nur, dass hier Feinde sein könnten. Deswegen habe ich umgeswitcht. Jetzt gucke ich nochmal hier kurz. Ne, die Tür ist zu. Alles klar. Okay. Genau, ich muss jetzt da reintauchen, damit ich da rauskomme. So war das doch. Und ich weiß, hier sind Spinnen. Aber vielleicht lassen die mich ja in Ruhe. Wartet mal, ich werde mal besser einen auf diesen machen. Oder auch nicht, weil bin ich. Da bin ich reingekommen. Wo muss ich denn jetzt hin? Wartet mal.
Vielleicht muss ich doch erst nochmal einen auf diesen machen. Okay. Ich habe jetzt den Weg irgendwie nicht gefunden. Also hier runter. Dadurch, ne? Komm schon, Fanny. Oh, sag mal. Warum kann die denn nicht da durch? Doch, jetzt hat's geklappt. Glaube ich. Nee. Irgendwie habe ich jetzt hier einen Denkfehler, kann das sein? Wartet mal. Ah, ich hänge. Wartet mal, ich muss nochmal hoch. Irgendwie ist es gerade seltsam. Moment. Gut, dann probier's doch nochmal mit dieser Ansicht. Oh Mann. Ja, das ist hier ein bisschen creepy, finde ich, irgendwie. Dieser Bereich. So, jetzt muss ich da. Jetzt bin ich richtig, oder? Mann, hoch mit dir, Baby. Genau, jetzt muss ich hier durch. Okay, komm. Gib Gas. Wow, du solltest Gas geben. Wie komme ich denn da raus? Achso, ich muss hier lang, oder? Nee, wo muss ich denn lang? Jetzt macht sich Panik bei mir breit. Hä? Wenn ich jetzt hier sterbe, ne? Dann habe ich die Arschkarte. Okay, ich muss doch wahrscheinlich hier durch. Aber wie komme ich denn da durch? Ich komme doch hier gar nicht durch. Ach doch, jetzt. Oh Gott. Meine Fresse, ey. Ist das übel. Gut, ich hab's aber geschafft. So, hier haben wir ein Tape. Omnit Practical Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science Division, Log 88.06.23a. Finally, my genius is recognized. My Omnit Minders have requested a demonstration of the spacer. I do wonder how they even found out about it. No doubt it was the loose lips of that blabbing Klein. But perhaps his indiscretion has worked in my favor in this instance, and I will have the last laugh. Once Omnit sees what I have accomplished here, I will prove that their many years of investment in me was not a mistake. How it will feel to have them watch me in my moment of triumph. This is what I have been working toward my entire career. Recognition at last. So, ich habe mal kurz gespeichert, weil ich habe so ein bisschen Angst, ne? Feinde und so. Hier haben wir noch ein Muskelspross-Testküche. Testproben sind aktuell komplex und teilweise angespannte Muskelbrocken. Anfängliche Analyse, bla. Ergebnisse Zwiebel. Ja gut, lese ich jetzt mal nicht. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse. Ich bin gerade schon angespannt. Wobei Lesen ja eigentlich entspannen sollte. Ach so. Wartet mal kurz. Ich weiß, ich habe mein Tauchzeug jetzt nicht an, aber es ist immer noch zu. Nee, jetzt ist offen. Oh, okay. Hä? Ach nee, das war der Bereich. Ja, das war doch. Moment. Jetzt habe ich mich verlaufen, ne? Wo muss ich jetzt hin? Nee, das ist der Weg. Alles klar. Wartet mal. Achso, ich muss, glaube ich, hier wieder hin.
Oh Gott, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ey. Das hättest du dir gedacht, ne? Ah, Leco mio. Ihr kommt mir zu nah. Aua. Okay, den einen habe ich. Oh mein Gott. Ich habe echt nicht jetzt mit den Dingern gerechnet. Nee, ich dachte gerade, da ist einer drin, ne? Oh. Oder ich nehme einen Pfeil. Uah! Okay, ich hab's geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh mein Gott. Ist da unten jetzt wirklich keiner mehr? Weil er kam ja auch vorhin da raus. Gottes Willen, Gottes Willen. Okay, gut, gut, gut. I have it. Ah, hier ist noch ein unbekannter Raum. Also, der ist zwar bekannt, aber ich weiß nicht, wofür der da sein soll. So, hier kann ich ja, ne? Schlafen. Alles klar, hier muss ich gleich durch. Und hier war ich. Alles klar, gut, 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 gut. Wow, so, dann nehme ich da am besten nochmal ein paar Verbände. Und nochmal Smoothie. Komm, trink auch zwei. Und dann nimm mal am besten noch einen Verband. Ich traue dem Frieden hier nicht. Okay, los geht's, meine Lieben. Wir folgen jetzt den Fußspuren. Achso, wartet mal, ich könnte auch mal was essen. Ach, guck mal, ich habe extra Müsli mitgenommen. Okay. Machen aber auch nicht wirklich satt. Oh, 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 wie geil. Als hätten die das gewusst, dass Fanny kommt. Na, ich bin in die falsche Richtung. Oh Gott, in die falsche Richtung gedingst. Einen habe ich. Au, scheiße. Okay. Okay, kein Problem, kein Problem. Ah. So, wartet mal. Ich muss zu dem Fußspuren dingsen. Wie gut, dass ich meinen Respawn-Punkt hier habe. Und der weiterhin tot ist. Da bist du, du Ratte. Hab ihn! Meine Güte, meine Güte. So, hier haben wir wieder ein Scap. Und Tiefen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die nicht so toll fand. Aber das ist ja Ansichtssache. So, hier haben wir noch eine Notiz. Harms Test Tag 7. Die Ergebnisse unterscheiden sich nicht einmal geringfügig von den Ergebnissen der Verläufertests. Die Stickstoffwerte sind optimal und das lokale Pilznetzwerk scheint stabil. Der Rosenkohl ist etwas lose und ziemlich schlaff. Irgendwas fehlt ihm, um das Wachstum zu fördern, aber ich weiß nicht was. Weitere Finger zeige, Trudy ist wohl der Meinung, ihr Ring sei auf dem Grund des Teichs besser aufgehoben als an ihrer Hand. Notiere, bei den Anrufen im Haus dranbleiben, Burgle auftragen, den Ring aus dem Teich zu fischen.
Rückseite der Ring der Fischfrau. Der Ring sank auf des Teiches Grund, schimmernd in der Sonne Licht, verloren und doch in Sicht, fand ihn ein Koi mit seinem Mund. Der schnappte sich das glänzende Ding und schluckte munter den schimmernd schönen Ring mit einem Mal herunter. Doch die Batin sträubten sich vor Schrecken, das Kleinod blieb im Halse stecken. Er kämpfte gegen das Ersticken, doch ich klopfte ihm den Rücken. Da kam der Ring in hohem Bogen aus dem Fisch herausgeflogen, erleichtert zwinkerte er im Nu mit mir den großen Augen zu. Sind wir denn jetzt vermählt? Fragt ich mit meinem Herzen rein. Drauf fiel der Karpfen guckend ein. Yo, ich bin der Trudi, die Trudi 2 und du hast gut gewählt. Okay, gut. Ich glaube, das kannte ich aber auch schon vom letzten Mal. Jedenfalls so ähnlich. Ich schaue mich nochmal hier um. Ich höre den Koi von draußen. Wo geht's hier lang? Ah. Ach ja, genau, das ist der eine Ausgang, ne? Alles klar. Alles klar, alles klar. So, habe ich wieder irgendwas zum Analysieren? Habe ich nicht. Okay. War hier nicht sonst auch immer auf unten Regal irgendwas? Von hier bin ich gekommen? Nee. Doch, von hier bin ich gekommen. Nee, ne? Ich sehe nichts, was man hier jetzt noch einsammeln könnte. Nö. Gut, dann gehen wir jetzt nach oben. Und dann sammle ich mir auf jeden Fall die ganzen Dinger hier ein. Und einmal die Hamster-Tiz 91. Ach, erneuter Fehlschlag. Produktionskandidaten Generation 21 kann nicht ohne katastrophale Nebenwirkungen skaliert werden. Ich reduziere auf die Parameter von Generation 9 und mache von dort aus weiter. Die Besserwisser drüben bei Mouthtown hatten als einzige Idee, die Pflanze zu einem knusprigen Knorpelbrei für den Frühstückstisch zu verarbeiten. Nicht gerade weltbewegend. Sie verspotteten mich. Wenn sie nur die Mahlzeiten probieren könnten, die Burgle die letzten paar Wochen zubereitet hat, wenn auch nur die Pflanzen den Skalierungsprozess überstanden hätten wie die früheren Generationen. Ein Jammer, dass einerseits ausgewachsene Zellstrukturen für den Verzehr notwendig sind und andererseits fortgeschrittenes Alter irgendwie inkompatibel mit dem Expansionsprozess ist. Liegt es rein am Gewebeschaden und Wachstumsprozess im komprimierten zeitlichen Ablauf? In menschliches Alter übertragen wären sie nicht viel älter als ich und ich habe keine derartigen Effekte verspürt. Sehr gut. So, jetzt werde ich mir die Muskelsprossen alle einsammeln. Wartet mal. Let's see what's sneaking around here. Ich mache mal Licht an für uns. So, weiter geht's. Ich glaube, zwischendurch sollte man auch wieder hierher kommen, ne? Damit, weil die bestimmt nachspawnen. Das ist ja hier für den Smoothie-Maker. So, jetzt habe ich alle. Wunderbar. So, es scheint auch, glaube ich, wie spät zu sein? Dunkel, ne? 19.13 Uhr. Ja, ist ja ganz toll, dass ich jedes Mal... So, hier haben wir den Burgership. Yippie! Dass ich jedes Mal ankomme, wenn es dunkel wird. So, ich habe es angeschaltet. Jetzt geht's auf, meine Lieben. Tada. Oh, schön. Die Musik. Yeah, baby. Move it. Oh, nice. Wirklich sehr nice, dass ich es geschafft habe. In meiner Situation hier. Nur mit Eichelrüstung. Ja, ich habe noch nicht mal eine Marienkäferrüstung oder sowas. So. Okay, passt auf. Ich werde... Nee, wartet mal. Ich suche da, wo ich schlafen kann eigentlich. Nee, das ist auch der falsche... Oh mein Gott, hier verirrt man sich ja auch, ne?
Ja, hier. Hier war doch, genau. So, dann würde ich erstmal gerne... Ach, das ist eine Werkbank, ne? Das ist doch gar nichts zum Analysieren, nicht Depp. Wartet mal, wo war denn das zum Analysieren? War hier nicht irgendwo ein Analysegerät? War das hier oben? Bin ich dran vorbeigelaufen? Irgendwo war doch eins. Wenn, ist es nicht so schlimm. Alles gut, alles gut. Okay, pass mal auf. Ah, ich habe eigentlich kaum noch Platz. Da müsste ich also doch nochmal runtertauchen, um denn die Dinge zu holen aus dem Lager. Weil die sollte ich schon mitnehmen. Egal. Gut, okay, pass auf. Jetzt werde ich mich natürlich wieder ausrüsten. Genau mit dem. So. Alles klar. So, meine Lieben. Dann. Welche Richtung? Ich weiß immer nie, wo ich lang muss, ne? Da muss ich lang, glaube ich. Ich sehe immer diesen scheiß T-Rex nicht, ey. Nee, das ist die falsche Richtung. Ah. Ja, komm, hau ab, Spinne. Ich muss da sowieso noch mal hier runter, wenn ich diesen versunkenen Schatz machen muss. Boah, warum schwimme ich nicht so schnell? Das kann doch echt nicht wahr sein. Reicht die Schippe? Hoch. Das, was ich mitnehmen kann, nehme ich auch gleich mit auf dem Weg hier nach Hause. Wenn ich schon mal hier bin. Genau, hier ist der versunkene Schatz, aber dazu habe ich ja die Burger-Quest noch nicht, also mache ich die auch noch nicht. Oh, hier ist ein Knochen. Gleich mitnehmen. Sicher ist sicher. Da ist noch ein Knochen? Okay. Wunderbar, wunderbar. Läuft doch wie am Schnürchen hier mit mir. Da ist noch eine Schuppe. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Also mit dem Blasenhelm ist es echt absolut der Burner. Da ist auch noch eine Schuppe. Komm, die schaffen wir auch noch. Hoffe ich. Sehr gut. Ton nehme ich jetzt von hier natürlich nicht mit. Ton kriege ich überall so auch. So, dann hole ich mir jetzt hier meine Luft. Irgendwo? Weiter oben, ne? Ja, da ist er. Wunderbar. So, dann geht's nach oben. In die Dunkelheit. Ach, freue ich mich, Leute. Ich freue mich so dermaßen. Huch. Knapp daneben ist auch vorbei, ne, Fanny? Also, sag mal. Konzentrier dich. So. Okay. So, dann gehe ich nochmal kurz rüber. Ach, ist das schön. Ist das schön. So. Achso, den Blasenhelm und so kann ich doch jetzt ausziehen. Ja, dann mache ich es jetzt so. So. Genau. So, und den Blasenhelm und so weiter, das lasse ich auch immer hier. So, die nehme ich jetzt mit. Die Laterne, die... Ja, gut. Das ist ja immer irgendwie die benutzt, obwohl ich die noch habe, ne? Unglaublich. Die nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Was nehmen wir noch mit? Ja, komm, nimm Spoiled Meat, nimmt und nimm das mit. Und nimm dein... das hier mit.
Käsespeer und so lasse ich mal hier. Genau. Ich habe entdeckt verdorbenes Fleisch, ehrlich. Ich sehe es aber gerade in meinem Inventar nicht. Warum nicht? Bin ich jetzt... Ach, da unten. Gut. So, meine Lieben, jetzt gehen wir aber noch schnell den Chip ab. Ach so. Axt. Also Keule ausrüsten. So, jetzt gehen wir noch ganz schnell den Burger-Chip ab. Ach, ist das schön. Ich freue mich. Das war eine erfolgreiche Folge. Die hat ja zwar wieder ein bisschen länger gedauert, aber nicht so schlimm. Und ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, was man mit dem Burger-Chip bekommt, ne? Was man freigeschaltet bekommt. Waren das runde Wände? Kann das sein? Boah, ich habe keine Ausdauer. Ach so, ich habe ja auch Durst. Wartet mal. Komm, Trinker. Du hast es verdient. Du hast es verdient. Hallo, Burgel. Ich guck lieber nochmal. Nein, ich hab nichts. Gut, hi, Burgel. Ich hab ein Chip. Always happy to see a repeat. Processing speed increased. 0.00000000003%. Sehr gut. So, wartet mal. Ich gehe mal ganz kurz, damit es aktualisiert wird. Da müsste oben rechts jetzt gleich was... Genau. Chip-Freischaltung Teich. Sehr gut. Howdy, it's good to see you again. Aufgaben habe ich jetzt, glaube ich, nicht. So, wartet mal. Ich habe jetzt 5740. Meine Fresse. Befestigte Basen. Okay, die kennen wir schon. Fackelverbesserung, Eichschaufel, Kiesel. Eiche, gut. Wissenschaft, Augenklappen, Faserverband, trainierte Lungen. Ja, das wäre natürlich auch eine Option, ne? Schwimmendes Fundament, ach ja. Und gebogene Basen. Ja, siehst du? Genau das meine ich. Wartet mal. Ein gebogener, solider Boden, genau. Die Hälfte eines gebogenen Bodens, genau. Gebogener Stängelbogen, sehr schön. Gebogener halber Stängelbogen, gebogene stabile Wand. Wand mit Fenster, gebogene Graswand, Stängelwand mit Fenster natürlich, Palisadenzaun gebogen, Eichezaun, alles gebogen. Ja, 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 ja. So, das kostet 2,5. Und die befestigen Basen. Da kann ich Säulen natürlich mitmachen. Käsesäule, Stängelsäule, Lehmsäule, sehr nice. Halbhohe Stängelwand, Dreiecksstängelböen, Dreiecksböen, genau, aus Stängel natürlich, ne? Und die Palisadensachen. Das wären dann insgesamt 5000. Wisst ihr was? Ich kaufe beide. So. Sehr nice, sehr nice. Dankeschön, Bürgerchen. Ach, ich habe doch noch eine Quest, die ich machen könnte. Infizierter Rüsselkäfer. Ach du Scheiße, ich habe gar keine Gasmaske. Nehme ich aber trotzdem an. Sehr cool, sehr cool. Meine Lieben. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Ich bin sehr happy. Hier, Quarzit ist nicht nachgespawnt. Nee, nee. Ich bin sehr, sehr stolz, diese Quest geschafft zu haben. Meine Güte, ist mein zweiter Chip in dieser Staffel. Und eines der schwierigsten, finde ich, zusammen mit dem Heckenlabor natürlich. Na gut, ich bedanke mich. Wir sehen uns morgen. Bye.